Willkommen zum Basic-Video zu den Themen Rabatt und Skonto. Schön, dass du gemeinsam mit Feli weitere Aufgaben dazu lösen willst. Doch bevor es losgeht, weißt du denn noch, was Rabatt und Skonto eigentlich sind? Nimm dir ein Blatt Papier und einen Stift zur Hand und schreibe die beiden Definitionen auf. Drücke dazu am besten auf Pause. Und, konntest du dich noch daran erinnern? Wenn nicht, helfe ich dir dabei. Rabatt ist ein Preisnachlass aus einem bestimmten Anlass, zum Beispiel bei einem Abverkauf. Als Skonto bezeichnet man einen Preisnachlass, der aufgrund von Barzahlung oder Zahlung innerhalb einer bestimmten Frist vom Verkäufer gewährt werden kann. Dieser beträgt meistens 2 oder 3%. Diese Art eines Nachlasses kommt im Privatkauf jedoch eher selten vor. Jetzt, wo wir die beiden Begriffe wieder aufgefrischt haben, kann es losgehen. Diesmal wurde Feli von ihren Eltern beauftragt. Sie wollen ihr Badezimmer renovieren und wissen nicht, welches Angebot sie wählen sollen. Sie haben bereits 2 Angebote ins Auge gefasst. Anbieter 1 verlangt für die gesamte Badezimmerrenovierung 15.800 Euro. Er gibt zusätzlich 20% Rabatt. Der Preis des zweiten Anbieters liegt bei 17.500 Euro. Dieser würde jedoch 25% Rabatt gewähren. Kannst du Feli helfen, das günstigere Angebot für ihre Eltern herauszufinden? Ich habe gerade erst in der Schule gelernt, wie man Grundwert, Prozentwert und Prozentsatz berechnet. Ich wende also, schlau wie ich bin, gleich die Formel an. Ich habe mir die Formel zur Berechnung des Prozentwertes ausgesucht. Diese lautet W ist gleich G mal P durch 100. Aber wem erzählt Felice das? Das wusstest du ja bestimmt schon längst. Feli schreibt also für Angebot 1 auf, G ist gleich 15.800, da der Grundwert ja 15.800 Euro beträgt. Danach schreibt sie, P ist gleich 20, da dieser Anbieter 20% Rabatt gewährt. Nun muss ich nur noch in die Formel einsetzen. W ist gleich 15.800 mal 20 durch 100 ist gleich 3.160. Aber warte mal, ist Feli denn jetzt schon fertig? Ist das bereits der reduzierte Preis? Nein, natürlich nicht. Das ist, wie das Wort schon sagt, der Prozentwert, also der Wert in Euro, den die 20% ausmachen. Feli muss also noch den Prozentwert vom Grundwert abziehen, um auf das gewünschte Ergebnis zu kommen. Also 15.800 minus 3.160 ergibt 12.640. Die Kosten für das Badezimmer vom ersten Anbieter betragen also 12.640 Euro. Die Rechnung war zwar einfach, aber geht das nicht noch schneller? Jetzt fällt es mir wieder ein. Ich kann ja auch gleich im Kopf berechnen, wie viel Prozent vom ursprünglichen Preis ich nach Abzug des Rabatts noch zahlen muss. Ich weiß, dass der Grundwert 100% sind. Im Fall des zweiten Anbieters gibt es 25% Rabatt. Ich kann also den Rabatt direkt von den 100%, die der Grundwert ausmacht, abziehen. Also 100 minus 25 ergibt 75 rechnen. Das heißt, das vergünstigte Angebot beträgt 75% des Grundwerts. Und jetzt kann ich wieder in die Formel einsetzen und sollte sofort das Ergebnis erhalten. Feli schreibt also auf. G ist gleich 17.500 und P ist gleich 75, da sie ja diesmal den Preis abzüglich des Rabatts, also 75% des Gesamtpreises, berechnen will. In die Formel eingesetzt sieht die Rechnung so aus. W ist gleich 17.500 mal 75 durch 100 ist gleich 13.125. Das Badezimmer bei Anbieter 2 würde also 13.125 Euro kosten. Somit ist das günstigere Angebot das von Anbieter 1. Als Feli gerade so am Rechnen ist, fällt ihr wieder ein Gespräch im Möbelgeschäft ein, das sie zufällig hörte. Da hat doch jemand nach dem Preis für ein neues Badezimmer gefragt.
Soweit ich mich erinnere, betrug dieser 12.998 Euro. Prozente gab es keine, aber dafür wurden von dem Preis bereits 3% Skonto abgezogen. Das habe ich mir deshalb so gut gemerkt, weil ich an dem Tag zufällig zweimal etwas von Skonto mitbekommen habe, obwohl ich das Wort zuvor noch nie gehört hatte. 12.998 Euro sind eigentlich schon mehr als das Angebot von Anbieter 1 abzüglich Rabatt. Aber ich weiß, dass das Möbelgeschäft bestimmt nach Weihnachten wieder einen Abverkauf haben wird. Und da gibt es meistens 20 bis 30% auf alles. Mal sehen, ob es sich auszahlt, darauf zu warten. Ich kann mir ja einmal ausrechnen, wie viel das Badezimmer ohne Preisnachlass kosten würde. Dazu benötige ich die Formel für den Grundwert. Wie ging die nochmal? Kannst du Feli helfen? Schreib die Formel zur Berechnung des Grundwerts G auf deinen Zettel. Ah ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Die Formel lautet ja G ist gleich W durch P mal 100. Danke für deine Hilfe. Ich weiß also, W ist gleich 12.998. Das war ja der bereits reduzierte Preis für das Badezimmer. Und P ist gleich 97, da der Originalpreis, also 100%, um 3% reduziert wurde. Ich kann jetzt wieder in die Formel einsetzen. G ist gleich 12.998 dividiert durch 97 mal 100 ist gleich 13.400. Das Badezimmer im Möbelgeschäft kostet ohne Vergünstigung also 13.400 Euro. Wow, der Grundpreis ist ja um einiges günstiger als die Preise der beiden anderen Anbieter. Wenn wir darauf noch 20% Rabatt bekommen, ist das eindeutig das beste Angebot. Das muss ich unbedingt meinen Eltern vorschlagen. Super gemacht! Du hast Feli geholfen, das optimale Angebot für ihre Eltern zu finden und hast dabei gleichzeitig gelernt, wie du Rabatt und Skonto berechnen kannst. Im nächsten Video wendet sich Felis Bruder an sie und bittet sie um Hilfe. Wenn du ihr dabei helfen möchtest, klicke auf das Video Rabatt und Skonto Mastery.